Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge U-Boot. Ja, in der letzten Folge haben wir das Wrack entdeckt, das Radar aufgenommen und haben auch schon die ersten Wasserbomben abbekommen. Und ja, jetzt müssen wir halt unser Schiff wechseln auf Dieselmotor. Beim Notaufschlag haben wir zu viel von unserem Verbrauch. Wir müssen den Druckkompensator verwenden, um sie wieder aufzufüllen. Leider befindet er sich im überschwemmten Teil. Es ist an der Zeit, die hintere Sektion trocken zu legen. Öffne das Schott und beginne mit den Reparaturen. Vergiss nicht, das Leck am oberen Rumpf zuerst zu reparieren und danach den Luftkompressor einzuschalten. Gut, pass mal auf. Köhler? Nee, stopp. West? Du gehst hoch. Ist momentan nicht verfügbar. Lege das Atemgerät an. Pass mal auf. Kollege, du gehst hier. Nee. Zum Schrank. Lager öffnen. Ziehst bitte das Atemgerät an. Ja. Ja, in der letzten Folge halt einen kleinen Treffer bekommen. Und ja, unser Heck wurde halt dementsprechend beschädigt. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir das Wasser hier herausbekommen. So, hast du jetzt da angezogen oder nicht? Felix West, hast du es? Öffne das überstürmte Abteil. Naja, gut, okay. Öffnen. Ja, es kommt halt hier, das ganze Wasser, was hier ist, fließt hier durch. Eigentlich müsste man hier die Tür ebenfalls schließen. Nee, pass mal auf. Mach mal bitte hier mal noch die Türe zu. Weil sicher ist sicher. Und dann machst du hier mal auf. Und dann schwappt hier gleich alles hier rüber. Repariert das Loch im Druckkörper. Ist hier das Wasser hier durchgegangen, ne? Ja, genau. Ja, die Motoren sind aus. Abteil ist geflutet. Ist klar. Hier auch das ganze Wasser. Ist auch logisch. So. Reparaturen 60%. Oh, was sind das? Die Grafik ist aber ekelhaft. Ja, ja. Okay, dann müssen wir auch gleich dann das Wasser rauspumpen. Und dann muss auch hier noch den Elektromotor noch alles reparieren, weil ja, muss alles wieder instand gesetzt werden. Erledigt, Schaden repariert. So, okay. Repariere die Elektrotriebe, regeneriere die Druckvorräte. Pass mal auf. Mr. West, bitte mal hier reparieren. Beziehungsweise erstmal dort. Es dauert ein bisschen, wie es aussieht. Erfordert. Also erst quasi in dem Sinne Mechaniker. Beziehungsweise der Ingenieur. Das ist doch schon lustig gemacht. So Management-Spiel und auch Third Person. Finde ich richtig cool. Richtig cool. Ja, da laufen auch die Dieselmotoren wieder. Also fast so ähnlich aufgebaut wie Wolfpack. Wobei Wolfpack. Das will ich auch wieder spielen. Und ich denke mal, ich habe hier die. Ja, ein paar Personen wieder gefunden, die mitspielen werden. Zwar sind. Die andere Person, Shadow, wird wahrscheinlich nicht mitmachen. Ja,
zwecks mit ARMA Gruppe und Co., weil ich bin ja vor kurzem gewechselt zu einer neuen Gruppe von ARMA. Und ja, er ist jetzt in einer anderen, mit anderen Clan drin, sage ich mal. Und ja, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Erledigt. Schaden repariert. Zu Befehl. So, okay. Dann bitte reparieren. Ich glaube, du kannst nicht anfangen, ne? Ja, genau. Wasser? Na ja, gut, okay. Was ist hier oben? Turm. Der Turm wurde beschädigt. Funkraum. Pass mal auf, lieber Köhler, mach mal bitte das Licht in weiß, weil, ich weiß gar nicht, für was gab es damals noch das blaue Licht? Weiß ich gar nicht, was das blaue Licht gab. Die Bildchen. Bestätigt. Ah, okay, Bilch ist halt das Wasser, wo abgepumpt wird, genau. Ektorpedoraum wird weniger, Maschinenraum wird weniger. Kombüse wird. Bleibt so. Ja, gut, okay, das teilt sich jetzt überall auf. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Wir machen mal Maschinenstopp. Wir haben jetzt da, glaube ich, keinen Sichtkontakt. Warte mal, wo ist denn der britische Zerstörer? Da ist das Wrack. Ja, gut, okay. Der britische Zerstörer, keine Ahnung. Oder ist? Was? Kontakt? Kontentstreifen. Schieße das Flugzeug ab. Auf Gefechtsstation. Kapitän? Posten verlassen. Jetzt aber schnell. Beweg dich mal schneller, danke. Stell hoch. Hochklettern. Ja. Alter, hallo? Hallo? Hoch? Die Steuerung ist noch nicht so optimal. Optimopti. Bestätigt. Ach, das ist noch ab. Oh. Was machst du da? Herr Kaloy? Posten verlassen? Hallo? Ich wollte eigentlich hier, warte mal. Moment. Ich bin jetzt komplett überfordert. Leiter hochklettern. Da ist das Flugzeug. Zuweisen. Manueller Modus. Das Flugzeug kam sehr schnell, nachdem der Zerstörer uns geortet hat. In der Nähe muss sich ein Flugzeugträger befinden, ja. An Bord deines Schiffes befindet sich ein Hydrofon. Falls der Flugzeugträger sich bewegt, könnten wir ihn damit aufspüren. Wähle Adam Neumann, unser Funkoffizier, und weise ihn am Hydrofon im Horschraum zu.
Drücke Komma oder Punkt, um die Munition zu wechseln. wie heißt der gute Mann? Neumann. So, okay, pass mal auf. Forschraum. Und zwar... Mess. Ja, das ist klar. Schick alle Offiziere zu den Ventilen in der Zentrale. Pass mal auf. Ventil. Tanks bewässern. Du bist fertig, ne? Kompressor aus. Und wir gehen erstmal auf kleine Fahrt. Schneller, schneller! Gehen, steigen um auf E-Maschinen. Und auf kleine Fahrt. So, und dann gehen wir auf... Genau, Periskoptiefe. So, wir sind jetzt, genau, Periskoptiefe, passt. Adam Neumann. Herr Kaloy. Einheiten, Einheiten. Okay. Jawohl. Zu Befehl. Da ist das Flugzeug. Da ist es. Acht Kilometer entfernt. Kontakt. Wechsel zur Karte und wieder schon mal auf dem Flugzeugträgergruppe, um den Kurs zu setzen. Ja, habe ich ja schon. Ich habe ja noch oben das Licht an, sehe ich gerade. So. Pumpen 12. Eine Stunde, 30 Minuten. Bewegen wir uns? Langsamer. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ja. Ja, und weiter. Fahren wir? Nö, ne? Was da oben? Was ist denn hier?
Was war denn hier gewesen? Entsende nun einen beliebigen Offizier zu den Ventilen, damit wir wieder auftauchen können. Lange Reise unter Wasser sind definitiv langsamer und verbrauchen viel mehr Ressourcen. Unter Wasser steht auch die Schnellreise nicht zur Verfügung. Aber was ist denn hier? Ist das der Zerstörer? Tanks anblasen. Seltsam, seltsam. Kapitän, zu Befehl. Wir brauchen alle Torpedos, um die Beute zu versenken. Markiere einen Ingenieur, unseren Ingenieur West, und sende ihn zur Beladung eines freien Torpedorohrs. Lager öffnen. Ja. Kontakt. Ah, genau. Jetzt machen sie den Torpedo fertig. Genau, der Träger geht runter. Dann wird er hochgezogen und dort eingefügt. Jetzt wird er noch mit Vaseline noch eingefettet. Runter und rein damit. Genau, mit der Kurbel und drüber geschoben. Das ist cool. Das ist richtig cool gemacht. Greife den Flugzeugträger an. Okay. Es dauert ja relativ lange. Boah, ja, da ist man schon gut dabei mit dem Tutorial für, naja, einige Stunden. Gebiet wird betreten, offene See, Nordsee. Ja, das geht jetzt relativ schneller. 10.000 Kilometer. Auf Dieselmotor. Wir könnten mal auf Dieselmotoren umstellen, ne? Das wäre auch so ein Thema. Große Gruppe, 10 bis 24. Flugzeugträger, Nordsee. Zwar hilft uns der Scheinwerfer bei der Ortung des Feindes, aber er verrät ihnen auch unsere Position. Ich schlage vor, du schickst einen Offizier, um ihn auszumachen. Ja. Genau deswegen habe ich das auch vergessen. Scheinwerfer ausschalten. Wir sind in einem Gebiet, in dem der Flugzeugträger lokalisiert wurde. Die Sichtweite ist sehr gering. Entsende Köhler zum Turm, wo er unsere Zieloptik bei der Suche nach dem Feind unterstützt. Was für Zieloptik? Da, hier, Zieloptik. Wir brauchen als erstes Sicht zum Feind. Um unsere Erfolgschance zu erhöhen, schlage ich vor, Köhler etwas zu helfen. Wähle ihn aus und drücke zweimal auf den hervorgerufenen Knopf. Da. Seemann hinzufügen. Naja, die raue See. Greife den Flugzeugträger an, genau.
So, wir haben den Flugzeugträger entdeckt. Er hat sich von seiner Eskorte getrennt, wahrscheinlich wegen des Nebels. Ein ausgezeichneter Moment, um ihn anzugreifen. Denke in ähnliche Situationen daran, angemessen Abstand zu wahren, um nicht entdeckt zu werden. Klicke auch die folgende Schaltfläche und wähle die erste Fahrstufe nach vorne für die Motoren. Ja? Hervorragend, beginnen wir mit dem Zielen. Wähle Offizier Köhler aus. Ja, Offizier Köhler. Klicke auf die linken obere Ecke des Bildschirms. Ich bitte um eine Liste von Zielen, die der Offizier sieht. Köhler. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Flugzeugzerstörer. Oh, okay. Das heißt, ich muss das Gott sei Dank nicht alleine machen. Hui. Ja, 1% erst. Ach du Scheiße. Pass mal auf, wir nehmen mal hier West. Er repariert das mal in der Zeit. Ich weiß ja nicht, wie lange der Kollege braucht. Relativ lange. Aber 16%. Puh, schwierig. Prozent. Erledigt. Schaden repariert. Ah, wunderbar. Bist perfekt. Mignon. So, haben wir sonst noch was zum Reparieren? Nö, nee. Weil wenn du ja schon dabei bist, bist dort oben alles... ...99... ...eigentlich alles perfekt. Ja, wie gesagt, Torpedoberechnung dauert... ...glaube ich, sehr lange. Hallo? Hat der es abgebrochen? Ja, hat's abgebrochen. Ganz wichtig, immer Luftreserven. Schneller, schneller! Neumann? Nö. Kritischer, ja. Das passt ja. Neumann, pass mal auf. Mach mal wieder aus. Kapitän.
Gute Ziel für unser Ziel, ein guter Zeitpunkt, um das Feuer zu öffnen. Wähle Köhler aus und klicke mit der linken Maustaste auf die Liste. Okay. Klicke nur in der Schaltfläche. Ah, da unten. Klicke nun auf alle Torpedorohre, um sie der Reihe nach abzufeuern. Okay. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 3 bewässern. Rohr 4 bewässern. Okay, das dauert ein bisschen mit dem Bewässern. Und startklar, Feuer. Wow, geil. Da schwimmen sie. Da schwimmen sie, die guten Dinger. Kann man das irgendwie begutachten? Ah ja, Tatsache. Wir kommen, glaube ich, von links nach rechts. Ach, so ist doch perfekt. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Ja, halber Weg. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 30 Sekunden. Ja. Das warten wir noch ab. Und? Jawohl, sehr schön. Bumm. Ja, das läuft dann bestimmt ab. Flüchte vor der Eskorte. Oh Gott. Ansicht verlassen. Gut, das heißt. Erstmal. Sende schnell einen Offizier zu den Ventilen und flutet die Belasttanks. Schaltfläche 180 Meter. Für einen Offizier den Kreisekompass auszuschalten, er nützt bei der Flucht unter Wasser nicht viel. Gut, dann würde ich etwas sagen, in der nächsten Folge flüchten wir von der Eskorte und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Also, bis denn, tschüss!